Die Söhne Mannheims mit vielleicht. Und ob Neues das aktuelle Album mit dem Vorgänger Zion mithalten kann, werden die nächsten Wochen zeigen. Denn Zion hat sich schlappe 500.000 Mal verkauft. Ist eine ziemlich sportliche Vorlage, wie ich finde. Jetzt gibt es den Schnelldurchlauf und danach erfahrt ihr dann noch einmal ganz deutlich, wer die neue Nummer 1 ist. Obwohl, eigentlich habe ich es ja vorhin auch schon verraten. Wir werden gleich sehen. Das 23. Album der Metal-Götter ist da. Und die alten Säcke lassen es nochmal richtig sauber krachen. Neu auf der 10 Motorhead mit Inferno. Auf der Deutschland-Tour ist Avril Lavigne Gummibärchen-Fan geworden. Und ihre deutschen Fans geben die Kohle gerade scheinbar auch lieber für Gummibärchen aus. Under My Skin fällt auf die 9. In Amerika ist Songs About Jane schon seit 2 Jahren draußen. Bei uns kommen Maroon 5 allerdings erst jetzt so richtig in Mode. Rauf von der 11 auf die 8. Zuccaros Lebensmotto heißt: In Blues We Trust, Blues Will Never Die. Zu und Co. röchelt trotzdem schon ein bisschen, von Platz 5 gefallen auf die 7. Auf der Homepage von Capitol Records gibt's ab sofort ein Computergame, bei dem die Beastie Boys gegen Rumsfeld und Bush antreten. Im Kampf für den Frieden fällt To the Five Boroughs von der 3 auf die 6. Auf Platz 5 von Traurigkeit keine Spur. Estlands Export Girlies Vanilla Ninja machen mit Traces of Sadness 5 Plätze gut. Für Nelly Furtado ist Musik was Göttliches und der Fußballgott meint's gut mit ihr. Folklore, das Album zur EM-Single, schießt drauf von der 13 auf die 4. Zuschauer haben das ABBA-Musical Mamma Mia allein in Deutschland gesehen. Die CD verkauft sich trotzdem super neu auf Platz 3. Der König der Könige muss runter vom Thron. Xavier Naidoo und seine Mannheimer Söhne fallen mit Neuss auf die 2. So sieht es aus auf den Plätzen 10 bis 2 der deutschen Albumcharts. Und so, wie hier bei mir im Hintergrund, sieht es aus, wenn sich ein grauenhaftes, gruseliges Gewitter ankündigt. Und das passt hervorragend zur neuen Nummer 1 der deutschen Albumcharts. Die kommt aus Finnland, kommt von Nightwish, heißt Once. Eben die aktuelle Platte von dieser Kapelle. Und ich frage mich also ein bisschen, muss ich mir Sorgen machen um die Deutschen? Weil es ist ja schon alles ganz schön düster und rabenschwarz und wirklich gruselig. Mir macht das ein bisschen Angst. Euch offensichtlich nicht. Ich plädiere für das Motto Fly High, Ride Low. Trotzdem gibt es jetzt hier die neue Nummer 1 der deutschen Albumcharts. Hier sind Nightwish mit Nemo aus ihrem aktuellen Album Once. Bitteschön und bis nächste Woche. Tschüss.